Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Das letzte Mal haben wir zu zweit das Herbfort eingenommen und diesmal mal brechen wir ab. Ich komme mal zu dir. Heute gehen wir zum Ackersburg fort und brechen das auseinander. Machen es kaputt. Oder gehst du jetzt ins Ding fort? Algeros fort, okay, gehen wir. Ja. So. Vielleicht geht sie auch zum Trelleborg fort. Ah, ich finde Algeros fort ist recht gut. Dann machen wir auch die Mauer. Dann nehmen wir auch die Mauer ein. Das wäre geil. Holen die Reisedelsteine raus und so. Und dann kommen die Syrten rein und sehen das Reich in Trümmern. Alles Mögliche. Nur von zwei. Man müsste ein Schild stellen. Wir waren zu zweit. Ich war Level 47 und eine Level 60er. Ein kleiner Level 60er Hase hat supportet. Oh, gute Gegner hier. Die mochte ich damals, ja. Da habe ich recht lange gelevelt. Aber die droppen nicht so gut. Aber hier könnte ich mal leveln in der Nacht oder so, wenn keine Söldner sind. Das wäre doch geil. Ich finde, so ist in Syrten haben hat es mehr bessere Gegner zu leveln, nicht so zäh. So, und dann hier. Ich kurz das Gestein nehmen. So. Ja. Ja. So. Ich wollte dich doch nur verteidigen damals. Du hattest doch auch wenig Leben. Du wärst doch auch gestorben, wenn ich abgehauen wäre. So, der ist immer so extrem leicht und der Ritter ist so mega blöd mit Baba. So. Das ist wieder mal sehr toll. Ah. Man kann es auch übertreiben bei der Defensive von den Rittern. Sie sind zwar später gegen gute Barbaren im richtigen Nachteil, aber ich bin Level 45, 47 und kann natürlich da kein Damage machen gegen so ein Level 60er Wächter oder noch mehr, weil es ja unmöglich ist, das ist wahrscheinlich sogar noch höher. Ja, schade echt. Und das Schwert geht kaputt, links, okay. Hab schon lange nicht mehr repariert. Da war ich noch Level 46. Hau ab. Ich kann ein bisschen defensiv sein. So. Ein bisschen schützen lassen. So, jetzt gehe ich dann weg, sonst stunte wieder. Ich gehe jetzt lieber weg. Ja, genau, jetzt stunt er wieder, hä? Ja, jetzt backt er dort. jetzt teleportiert er sich. Ah. Ich
komme einfach zu langsam weg und dann muss er natürlich sofort stunnen. Das ist ein bisschen frisch von ihm. So, oh. Mein Hals tut weh. Scheinbar wieder ein bisschen erkältet, aber geht eigentlich gut. Das ist gut, man hat nicht so Probleme beim Reden. Also schon ein bisschen Stimmprobleme und so, aber ich kann wenigstens noch aufnehmen, auch wenn ich ein bisschen krank bin, weil es bei uns ungefähr minus 5 Grad ist. Nein, so 10 Grad. Das ist natürlich blöde. Ich weiß nicht, wie man diese Wintertage im Sommer nennt, aber sie haben einen bestimmten Namen. Und also im Christentum. So. Geh ein bisschen weg, du wirst doch angegriffen. Ja, ist ein bisschen blöd. Das sind hochlevelige Wachen, wahrscheinlich auch aufgerüstete. So. Wieder ein bisschen Verfassung runter. Oh Mist, jetzt muss ich ja noch AFK. Ja, okay. Bald. Ja, toll. Jetzt regeneriert es sich natürlich wieder. So, es ist wieder mal einen guten Morgen danach und ich habe wieder ein bisschen gelevelt. Ja, wenig, aber die Orks gehen recht gut, obwohl sie orange sind. Hier unten die gelben zwei sind richtig leicht geworden. Es geht gut hier zu leveln, trotzdem möchte ich mal irgendwo anders leveln am Morgen, wenn noch nicht viele Alsen da sind, möchte ich gerne dort drüben leveln. Mal schauen, sonst gehen wir nach Syrtis, also Richtung deren Forts und schauen dort mal. Weil ja da gestern, also nein, im heutigen Part, da habe ich ja 7 Minuten gestern noch aufgenommen, da diese komischen, was sind das gewesen? Werwölfe, nein, Werwölfe war es nicht, das waren etwas anderes noch, aber es waren auch Werwölfe dabei. Vor allem, ja, die komischen Viecher halt, mit dem Ding. Ha! Wie heißt der? Der Zef Adrastea. Aha. Der Zef Adrastea. Gut. Ja. Heute eben keine Fortschlacht, es ist niemand da. Alle sind noch am Schlafen. Schade, oder am Arbeiten. Ja, um diese Zeit wahrscheinlich schon halber am Arbeiten. Okay, wir wollen, gehen wir mal zum Aggersburg vor, das gehört uns. Ja. Wenn es ein bisschen laut wird manchmal ab und zu, so, wir sind wieder am Umbauen. Wir müssen jetzt wieder die Treppe hinmachen. Wir haben einfach einen tiefen Abgrund. Wir gehen raus, Tür raus, fallen wir einfach mal einen halben, ja, anderthalb Meter runter. Und na, das ist nicht so bequem, deshalb machen wir heute die Treppe hin, die wir gestern abgespitzt haben, vorgestern, also am Samstag. Und heute ist ja wieder Montag, ja. So. Süße Pumas. Süße große Pumas. Richtig schön. Herb oder Aggers, wo ist mehr los? Auf der Brücke ist mehr los. Da hockt, da rennt, da reitet ein Drago herum. Das ist wichtiger als vor seinem. Nein.
Ja, die sind eben noch gelb, aber die sind so kacke. Ich mag die Trolle nicht so, die sind so zäh und machen halt viel Damage mit ihrem Spezialangriff. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen das ist. Aber wahrscheinlich dieser erste Skill, oder? Von stumpfe Waffen. Oder wobei, sieht ein bisschen anders aus, oder? Ah, weiß es nicht. Vor allem, es ist ein Angriff, der ja über 300 Schaden macht, wenn man halt keine gute Rüstung hat. Wie bei mir. Ja, ich habe immer noch diese Händlerrüstung. Und die Schuhe, die ich gefunden habe, ja. Ja, das ist stumpf. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Eigentlich schon gute Defensive gegen Stumpf. Aber trotzdem machen viel Damage. Vielleicht machen die von Grund aus viel Damage. So. Spähen wir mal aus. Wir sind die Späher. Die Späher, die nicht Jäger sind. So. Seid ihr alle Effe? Ich glaube, alle sind am Schlafen. Ja, ist niemand da? Okay, dann gehe ich lieber mal weiter. Sonst kommen noch die Alsen und jagen mich zum Teufel. Oh, süße junge Trolle. Wenn, dann ist im Vulkan, glaube ich, was los. Aber ist das nicht gefährlich da? Oh, ein Schatz. Es gibt irgendwie so einen Film oder so, der heißt Schatz. Ah, Schatz im Silbersee, das ist ein Buch. Von Winnetou, also über Winnetou, glaube ich. Ist das der zweite Teil oder der dritte? Nein, der zweite ist es, glaube ich. Oh, weiß ich nicht mehr. So lange her. Also, wir gehen jetzt mal kurz unten durch hier. Wollen mal kurz zu diesem Ding gehen da. Aber dort ist es, glaube ich, auch immer leicht gewesen. Also, ich weiß noch, bei Alsius waren da leichte Gegner. Jetzt wahrscheinlich auch. Wir gehen oben durch, wir provozieren uns. Wir provozieren ein bisschen die Eisen und gehen dort beim Burgtor, beim Mauertor, bei der Mauertor durch. Aber nicht allzu nahe, weil dort hat es ja noch Wachen. Ja. Interessante Musik. Scheinbar wegen diesem Friedhof hier jetzt wieder. Ah, hier gibt es rote Gegner. Wächtergeist. Das sind. Na, nicht so gute Gegner. Aber wieso ist innen andere Musik, also die sie nicht so passt? Oder ist das Waldmusik? Ha, alles sind die Waldelfen. Hohoho. Hier ist ein Lord. Leichenlord. Lichlord heißt das. Lich. Lich King. Der Lich King. The Wrath of the Witch King. Lich King. Ah. Da ist ein Dorf. Ah, das sind die Händler. Ja, da gehen wir lieber nicht dort durch. Wir provozieren noch ein bisschen weiter und gehen hier am Weg entlang. Gehen wir mal zum Trelleborg fort. Ja, ich bin einer, der gerne ein bisschen provoziert. Also nehmt es nicht so ernst, wenn ihr Alse seid und gerade gemobbt werdet. ich bin, ja, ich bin Schauspieler. Sozusagen. Let's Play-Spieler. Weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Einfach einer, der halt noch nicht so erfolgreich ist. Und, aber ja, ich spiele das meist und sowieso in einer höheren, in einer tieferen Stimme sozusagen. Immer wenn ich so richtig barbarisch wirke oder so, dann tue ich sowieso die ganze Zeit trollen. Und wenn ich so mich anhöre, dann ist es normal. Oder meist normal, vor allem. Also, wir müssen hier da ein bisschen weiter weg durch.
Mal schauen, ob hier jemand ist. Ich höre irgendwo etwas. Das war wahrscheinlich nur einer der... sag schon. Werwölfe, die geheult haben. So. Also hier oben habe ich das letzte Mal mit Level... ja, 50 ungefähr gelevelt. Bei Alcius. Ich frage mich, ob jetzt die Gegner hier nicht noch zu schwer oder zu leicht sind. Hier hat es immer so viele Dinge gehabt. Gesteine. Habe ich immer wieder Gesteine gesammelt hier. Und hatte dann auch schon viel, aber da habe ich, glaube ich, nie mehr als 300 gehabt. Weiß auch nicht. Ja, das Projekt ist schon so lange her. Season 2 war das, glaube ich. Und jetzt sind wir schon auf Season 4. Boah. Ja, wo war das nochmal? Da waren wir noch ein bisschen weiter hier drüben. Die sind alle weiß, war ich da noch weniger hochlevelig. Keine Ahnung. Ich bin gerade am Studieren. Geh her wieder leveln. Ah, das sind die ja, das sind. Da können wir gut leveln. Ich weiß nicht, ob die Eisen hier durchkommen. Aber wäre doch gut hier zu leveln. Ha! Der weiße Greif will auch angreifen, ja, ja. Und der geht wieder weg. Also dann, ja, Frettchen ist nicht so gut. Riesiges Frettchen können wir angreifen. Ja, einfach mal ein bisschen hier, egal ob wir dann sterben oder nicht. Weil ein Alse kommt. Oder ein Zürtli sogar. Zürtli erkunden natürlich dieses Gebiet manchmal auch. Ah, netter Gegner, der hat wenig Leben. Ja, Tiger sind eigentlich die meine Lieblingsgegner, außer dass sie mich am Boden drücken können. Weil sie halt einfach nicht so stark sind. Eher schnell sind. Ein Schatz. Die töten. Die haben mehr Defensive, oder habe ich jetzt gerade weniger Attack Damage wegen den Buffs? So, eine Gehämme höre ich. Ja, die machen jetzt das Holz hin, damit sie den Beton reingießen können. Den Beton halt. Weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich bin kein Bauarbeiter. Wir machen nämlich so ein schönes Muster. Wieselschwanz. Wir greifen Frettchen an und haben Wieselschwänze im da. Das ist. Ja, danke schön. Mach's noch lauter, bitte. Sonst muss ich halt wieder eine kleine Pause machen. Weil es ist ja nicht für immer. Dieser Scheißlärm. So ein bisschen Techno-Musik hier im Let's Play. Gepowert von meinem Vater. Powered by meinem Vater. So. Da ist noch ein Gestein. Auf was er uns erwartet. So. Also. Auf Level 48 dann den Hammer. Oh, ich werde es lieben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit vorne nach vorne ich gehen soll noch. Ja, die Gegner werde ich hier noch töten, wenn ich kann, denn hier angreifen. Ohne dass ich hier runterfallen. Ja, nein. Ich riskiere es nicht. Aber. Schöne Aussicht auf das Imperia-Kessel. Life is life. Na, 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 na. Ja, genau. Entein. Die Entein ist nicht so. Humo. Ja, sie ist online.
Sie ist jetzt online gekommen. Wann war sie online? Ich weiß nicht. Schon längere Zeit. Ja. Ah, da. Entern ist online. So. Also greifen wir die nochmal an. Ja, wir haben relativ wenig Leben, aber die zwei schaffen wir noch. Oh, Rubin. Okay, dann schaffen wir den auch noch gut. Immerhin. Es wäre geil, wenn die andere Drops haben würden. Also richtig Alsenwaffen und so. Für die Igen. Ja, ich töte mich wahrscheinlich. Ja. Okay, ich hab's überlegt. Aber das mache ich meistens, wenn ich wieder zurück will. Lass ich mich kurz töten. Rubin. Nachtrubin. Ja, hat die gleiche Textur, nehme ich nicht mit. In meine Edelsteinsammlung. Meine wunderbare Edelsteinsammlung, die so unnütz sind, dass es kracht. Aber einfach nur für meinen Sammlerinstinkt ist. So, und ja, ich finde immer noch keine mittleren. Auch keine, die zwischen mittel und leicht, also bitte. Die Ringe habe ich auch noch alle im Inventar, wieso nicht? Sammlerwert. Ja. Aber Items wieder nur eins. Für was farmt man dann noch? Also wirklich, wahrscheinlich dachten die Entwickler, ja, man muss die Booster kaufen, damit man Rüstungen und Waffen und andere Items bekommt. Oder? Ja, das ist Pay to Win, ich sag's ja nur. Regnum ist zu 75% mindestens Pay to Win. Auch weil man kein Reittier bekommt, außer zwischendurch manchmal. Glaube ich am 1. Mai oder so habe ich ein Reittier für den Beshi noch bekommen. Durch eine Quest. Die Quest habe ich nie mehr gesehen. Seitdem. Und sonst, ja, man bekommt eigentlich gar kein Reittier, oder? Oder bekommt man als Abschluss der Hauptquests noch ein Reittier? Keine Ahnung. Also. Ja, da können wir hier nochmal weitermachen. Ja. Ich muss noch leveln. Nächster Part mache ich, nehme ich dann auf, wenn ich dann fast Level 48 bin. Und ich habe nämlich noch einen Part von gestern. Der kommt heute Morgen und der kommt also heute Abend. Und ja. Dann habe ich dann auch wieder etwas zu machen, weil Fortschlachten sind. Momentan ist ja echt nichts los. Diese armen Eisen sind ja nie daheim. Es hat schon wieder jemand ins Forum geschrieben, dass die Eisen so extrem unterlegen sind. Das ist wahr, aber ja, das ist nicht unser Problem. Wir sind halt überlegen. Ich kann jetzt nicht so viel zu den Eisen sagen, außer ja, motiviert ein bisschen die Spieler. Das ist doch wichtig, dass man sich gegenseitig motiviert, sonst. Ja, man hat halt dann einfach auch selber nicht so den Bock. Ich spioniere mal ein bisschen aus. Ich habe da irgendwie etwas gesehen. Ich weiß nicht, ob der Yeti das war. Oder einer auf einem weißen Säbelzahntiger. Da habe ich irgendwie im Kopf. Nein, ich habe den weißen Säbeltiger, glaube ich, nicht gesehen. Ja, ihr könnt es sehen, ich könnte es nicht sehen, aber ich habe irgendwas gesehen, was weiß ich. Fram hat sich bewegt. Kann irgendein Yeti sein. Ja. So, schöne Aussicht. Wo wollen wir noch hin? Es ist noch ein bisschen früh zum Parkbänden, oder? Wir könnten noch ein bisschen in den Krater reingehen. Ja, machen wir noch ein bisschen Kratererkundung. Schindedefhall? Der Schinterhannes oder was? Was? Defhall? Ist das ein Buff von Mritz oder was? Ich weiß es nicht. Matterhorn! Wir sehen das Matterhorn.
cool. Und da drüben ist die Jungfrau. Hey, wir sind heimisch. Ich liebe die Schweiz. Ich mag die Schweiz. Ah, ein Spiel, wo in der Schweiz spielt. Das wäre so geil. Das letzte Mal, als ich ein Game, also in der Schweiz gespielt, also nicht in der Schweiz, sondern eine Nachbildung von der Schweiz war, ist World Racing. Damals, das war so ein Rennspiel, wo eine offene Welt gehabt hat. Und da gab es einen Welt, die sah richtig gut nach Schweiz aus. War wahrscheinlich auch relativ der Schweiz. Also das, sie hatten wahrscheinlich die Lizenz nicht oder so. Wollten es nicht Schweiz nennen. Sie haben es einfach Alpin genannt, glaube ich, oder so. Und ja, da hat man zum Beispiel dieses Schloss. Es gibt in der Schweiz ein Schloss, da führt eine Eisenbahnstrecke herum. Und das führt so extrem rum, kreuz und quer und alles mögliche, dass man das Schloss auf jeder erdenklichen Seite und Höhe sieht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber es ist Richtung, was ist beim Gotthard, glaube ich, oder so. Richtung Süden oder Richtung Norden, weiß es jetzt nicht genau. Vor allem, es ist mega interessant, also empfehle ich eher allen mal dort durchzugehen mit der Eisenbahn. Mega schön. So. Also hier unten ist der Vulkan. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ob Chanarit auch ein Vulkan ist. Ist eigentlich ein Vulkan. Ja. Und ist ab ganz anders. Also die Landschaftsgestalter waren zwar ein bisschen faul und haben nicht so viel, wahrscheinlich auch wegen Performancegründen, nicht so viel Sachen hingebaut, oder? Objekte, Zierobjekte und so. Und Bäume und Steine, die fliegen. Aber sie waren eigentlich recht gut in der Gestaltung der Biome. Also Respekt eigentlich. Also schaut euch das an, das ist so schön. Und man kann da halt nicht erwarten, dass das irgendwie ein Far Cry 4 oder ein GTA 5 ist. Aber es ist einfach etwas, was schön ist und ja, ich mag es jetzt hier zu sein. Ich find's cool. Leveln hier noch kurz ein bisschen. Ja. So, aber wenn wir dann wieder kein Leben haben, dann muss ich leider ein paar beenden und den nächsten dann später mal weitermachen. Soll ich eigentlich hier bleiben? Ich weiß nicht. Ich level irgendwie hier jetzt. Ja, bei meinem Hinrichtungsbogen, der nicht angezeigt wird, weil er unten oben ist. Wow, Damage. Wir kloppen wieder Damage. Schauen wir mal den Hinrichtungsbogen an. Testnet 54. Ich weiß nicht, ich brauche ihn ja nicht. Oder er jetzt noch nicht. Weiß nicht. Vielleicht will er immer den. Ich habe damals schon Level 10 Items dorthin getan. Und die Leute haben es gewundert. Leider ein bisschen low-levelig hat jemand immer geschrieben. Auch bei der bei den Handschuhen hat jemand low-levelig gesehen. Ist klar. Aber es ist immerhin ein Unique Item, weiß nicht, wie die heißen. Also die einen sind legendäre Items, die anderen. Ah ja, Elite. Das war ein Elite, genau. Ja. Und ja, ich bin ja einer, der nicht handelt. Also, ich bin ja einer, der Safehound spielt. Und es ist mir egal, ob die anderen Barbaren zu 20, 30 Mal so stärker sind und mich immer one-hitten oder so. Ich möchte so wenig wie möglich einfach das Spiel beeinflussen, indem ich die ganze Zeit die meisten Items kaufe und die ganze Zeit farmen. Das ist auch langweilig fürs Let's Play. Und dann bin ich ja der schwächste Barbar auf Ignis und ein halber Kacknoob. Aber es ist halt einfach. Ich spiele ein Spiel, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich ein Spiel fertig spielen will. Ich will kein einziges Spiel fertig spielen. Ich will es einfach so lange spielen wie möglich,
bis es nicht mehr geht, bis es langweilig wird. Meistens mache ich dann die Story dann noch fertig oder mache dann Max-Level oder so. Aber zum Beispiel bei Diablo 2, da war es nie mein Sinn. Ich hatte nie Level 99 erreicht. Ich hatte so viele andere Charakter ausprobiert, Builds ausprobiert, Items ausprobiert, alles Mögliche. Aber auf Level 99 habe ich nie gelevelt, weil man immer Ballruns machen muss. Es war so extrem langweilig. Und ja, hier in Regnum hat es natürlich auch Gegner, die unterschiedlich sind auf Level 60. Zwar nur, glaube ich, drei Gegner, unterschiedliche Gegner, aber immerhin etwas, was mich war motiviert, auf Level 60 zu werden. Ja, also, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Bye.